Am Kirchplatz von Feld am See findet jedes Jahr im August das berühmte Fischfest statt. Hier wird gezeigt, wie köstlich Fisch zubereitet werden kann. Das Fischfest ist einmal der kulinarische Höhepunkt hier im Ort für das ganze Jahr. Es ist eines der tollsten Feste, die es in Kärnten gibt. Wir sind also sehr stolz, dass wir besonders den Fisch, der ja zu unserer Gemeinde durch den See, eigentlich durch beide Seen, auch der Afritzer See ist ja im Gemeindegebiet von Feld am See, dass also der Fisch eigentlich das zentrale Thema auch unseres kulinarischen Erlebnisses im ganzen Jahr ist. Und das macht das Fischfest aus, dass sich alle hier präsentieren können, dass man mal zeigen kann, was man mit Fisch alles auf den Tisch bringen kann. Zum Fisch gehört ein guter Wein. Alles das sind Dinge, die für das Fischfest in Feld am See sprechen. Ja, fragt einmal einen Kärntner nach Feld am See und der wird wirklich unmittelbar sagen, Feld am See, das ist ja der Ort, wo das Fischfest ist. Und darauf sind wir wirklich besonders stolz, weil es ist uns jetzt in den letzten 6 Jahren gelungen, eben Feld am See mit dieser Fischfest, ich würde fast sagen Marke, zu verbinden. Eine Marke, welche jedes Jahr über 8000 Besucher nach Feld am See lockt. An über 17 Ständen wird für das leibliche Wohl der zahlreichen Besucher gesorgt. Dabei werden über 2 Tonnen Fisch verarbeitet. Das reichhaltige Angebot an herrlichen Fischvariationen lässt dabei keine Wünsche offen. Ich biete den Leuten an, was sie von früher her schon kennen, einen Räucherfisch. Den hat es früher schon gegeben. Nach dem Krieg haben sie ihn gern gegessen, war das Einzige, was zum Essen da war. Und heute haben wir den Räucherfisch wieder am Markt, werden die Leute einfach gern essen. Und wichtig ist bei diesem Fisch, dass er frisch gefangen wird und in eine gute Salzlake eingelegt. Und nach 24 Stunden wieder sauber gewaschen wird und dann in den Ofen kommt und von Ofen raus frisch konsumiert wird. Wir haben nur Lob. Und das hört man gern für so ein Fest. Nicht? Doch nicht nur der Räucherfisch ist bei den Gästen heiß umworben, auch eine ganz andere Spezialität, der Steckerlfisch. Der Steckerlfisch wird praktisch ohne Fremdstoffe gegart. Das einzige Gewürz ist Salz. Sie werden über Nacht in Salzlake eingelegt und sonst ist Fisch, reiner Fisch pur. Ja, und das merkt man auch am Geschmack. Und kommt auch bei der Kundschaft gut an, der Fisch? Ja, es ist, also ich komme nicht nach mit dem Steckerl zubereiten. Weiters werden auch typisch deftige Speisen in Kombination mit Fisch angeboten. Dabei wahrscheinlich einzigartig die Fischwurst. Das Besondere an der Fischwurst ist das, dass das erst seit 2 Jahren gibt. Also vorher haben wir so ein Späßchen gemacht, sagen wir mal so. Das war so, dass wir gesagt haben, ja, wir haben eine Fischwurst, haben aber gar keine gehabt. Und dann ist eben da in der Fischzucht ein Mitarbeiter hergegangen und hat wirklich eine Fischwurst einmal probiert zu machen, weil es ja nicht so einfach ist. Man muss einmal schauen, dass man den Fisch bindet, weil der ja eigentlich nicht in der Wurst so richtig reinpasst. Und das hat er gut hingebracht, muss ich sagen. Und ist jetzt seit 2 oder 3 Jahren ein Renner bei uns, da beim Standl von der Feuerwehr Feld am See. Ja, also wir haben als spezielles Angebot am Fischfest schon seit Jahren, dass wir Forellenfilets mit Speckkartoffeln den Gästen anbieten. Lachsforellenfilets und Regenbogenforellenfilets mit einem Schuss guten Olivenöl und einer Speckkartoffel, das ist unsere Hausmarke. Es kommt sehr gut an, weil die Kombination mit dem Speck und der Kartoffel zum Fisch eigentlich nicht so alltäglich ist, aber die Leute diese Kombination eigentlich sehr gern haben. Gaumenfreude pur, doch auch für Naschkatzen wird beim Fischfest einiges geboten. Mein Angebot ist, dass ich wirklich frische Fruchtspieße mache, nämlich nicht die mit der fix und fertigen Schokolade, sondern ich mache die Fruchtspieße nach Kundenwunsch, wo jeder Kunde seinen eigenen Fruchtspieß zusammenstellen kann. Wir überziehen sie dann mit seiner Lieblingsschokolade, sei es jetzt eine weiße, eine Milchschokolade oder eine Edelherbe. Egal ob Schokolade oder Fisch, bei so vielen Köstlichkeiten kommt auch die Politik ins Schwärmen. Naja, erstens einmal ist Fisch natürlich eine besondere Kulinarik. Alle bemühen sich, 17 Stände, die vom Feinsten präsentieren. Das zweite ist einfach, dass es ein Kärntner Fest ist, dass es nur hier gibt. Fischfest einmal im Jahr und einmal im Jahr für einen Landeshauptmann ein Fixpunkt. Fixpunkt sind auch die beiden Fernsehköche Markus Kreiner und Peter Lexe, welche den gekonnten Umgang mit Fisch demonstrieren. Peter Lexe, Kuchelmaster der kleinen Zeitung, zeigt den zahlreich interessierten Zusehern, worauf es bei der Zubereitung von Fisch besonders ankommt.
Auch, welche Zutaten beim Kochen mit Fisch nicht fehlen sollten, teilt der Profi mit. Das Fischfest ist eigentlich aus einem Liederprojekt entstanden. Grund dieses Liederprojektes war es eigentlich, den heimischen Fisch stärker am Markt zu präsentieren und generell einmal sich besser zu etablieren, zum Zeigen, was haben wir überhaupt für eine Fischarten da und wie kann man die eigentlich zubereiten. Und natürlich für uns Fischzüchter ist es einmal ganz wichtig, dass wir bekannt werden und dadurch auch mehr vermarkten können. Gerade dafür stellt das Fischfest die ideale Plattform dar. Aufgestellte Aquarien, wo zahlreiche Fischarten präsentiert werden, bringen jung und alt die Fischwelt näher. Eine besondere Abwechslung zum Essen bietet auch ein interessantes Rahmenprogramm am Fischfest. Man kann hier Messer und Gabel gegen Pinsel eintauschen. Speziell Kinder können am Mahlstand ihre Kreativität zum Thema Fisch beweisen. Ob Fischteller oder Fischhäferl, hier kann jeder ganz nach Lust und Laune malen. Sportliche Herausforderungen wie Ballwerfen oder das Kinderkletterseil runden das Fischfest ab. Naja, das Fischfest hat uns sehr berühmt gemacht, würde ich einmal sagen. Das Fischfest ist in aller Munde. Es kommen Leute aus ganz Kärnten, die vielleicht sonst nicht nach Feld am See finden würden, weil wir ja jetzt kein zentrales Skigebiet oder sowas sind. Also wir sind mit dem Fischfest bekannt geworden. Es ist Teil unserer Identität und wir wollen das auch noch weiter ausbauen. Also wir sind noch lange nicht am Ende. Wir arbeiten natürlich auch fest daran, dass Feld am See über die Grenzen hinaus bekannt wird. Und ein besonderes Publikum ist für uns der Italiener und auch die Italienerin unter www.festadelpesce.it gibt es das ganze Programm vom Fischfest auf Italienisch. Daher auf Wiedersehen und Arrivederci beim nächsten Fischfest im Feld am See.